Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nächstes Game, nächster Banger. Das hier wurde umgenannt. Ehrenmount. Klingt jetzt auch ein bisschen cooler. Für Ulf brauchte man fittes Hören. Das ist echt anstrengend. Für Ulf braucht man. Okay. Ich war Platin 2, 42 HP. Vielleicht jetzt nur noch seit Montag. Seit gestern wieder Platin 4. Weiß gar nicht, was ich da falsch mache. Jetzt aber auch neuer Patch. Neuer Patch, neues Glück. Dann einfach direkt wieder rein dafür. Ich habe legendmäßig mich hier für Ulf entschieden. Ich würde mich gerne noch mal ein bisschen Richtung Gunner gehen. Witzig, Ehrenmount wurde super wenig genommen. Letzten Patch und jetzt heißt es anders und alle denken sich, geil. Aber sind das wirklich, waren das vorher nicht sogar nur zwei? Ja, es gibt ein paar Legends, die ich irgendwann, wenn sie relevant sind, gerne nochmal bitte behandeln will. Six Challenger würde ich mich aber auch mal wiedersehen, ne? Boah. Saftiger Start. Von Garen haben wir schon gespielt, lass mal. Zoros spielt Kalista in jedem Setup ohne Rageblade. Crazy. Das sind aber schon ein saftiger Start, ey. Ich hab ja Ulf, ne? Boah. Das ist auch sehr gut, aber fairerweise haben wir dafür gar keinen Start. Your units permanently gain 80 health every time they kill an enemy. Units start with 100 bonus health. Ist das was? Weil honestly... Ich kann halt viele der Units von Anfang bis Ende spielen, wisst ihr? Oh mein Gott. I did an oopsie. Ja, steht immer da vorne. Und tank den Renekton. Damit der Rest meines Lineups mehr machen kann. Man muss ja doch mal einen fürs Team tanken, die Samira hier. Ich überlege, ob ich Samira und Irelia beide rerolle, deswegen level ich hier noch nicht. Aber ich hätte hier safe Winstreak spielen können, ich fühle mich total strong. Bei Changer Kalista schon den Attack Speed und bei Shadowhearts bekommt sie das Mana für die extra Spiel über die Witcher. Ja, ich schätze das auch, aber ich... Was denkt ihr über die Legends? Bin ich so der Fan davon? Man ist nicht ganz so flexibel, richtig? Naja, das liegt ja an dir, ne? Also erstmal gibt es grundsätzlich Legends, die flexibel sind. Da empfehle ich dir unter Ausrufezeichen Zweitkanal beispielsweise mein Video über Ornn, wo ich das ein bisschen erkläre. Und gleichzeitig kannst du ja auch einfach Poro nehmen, womit du basically keine Legend hast und unter Beweis stellen, dass es ja, Flexibilität nicht vonnöten ist. Ich will hier den Component noch nicht einsetzen, weil ich nicht Winstreak spiele. Wenn ich hier Full Winstreak spielen würde... Dann würde ich es probably einsetzen. Ja. Dieser Mad Eagle bitte mal sterben, danke. Das ist das neue Set, Bruder. Wie findest du denn Obama als Präsident? Erzähl mir doch mal. Was sagst du zu Merkels Rücktritt? Wie findest du es denn, dass Jogi Löw nicht mehr deutscher Nationalmannschaftstrainer ist?
Was hältst du von der Einführung? Was hältst du vom Webstuhl? Balak spielt nicht mehr? Joker Society, übergeil, ja. Ich feier es sehr. Denkst du, das Internet wird sich durchsetzen? Da kann ich wenigstens 100% sagen, nein. So, wenn du damit langfristig Geld verdienen. Ich glaube, so irgendwer gibt dir Geld dafür, dass du über Produkte redest oder so. Mach dich doch nicht lächerlich. Ja, um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, Endurance Training ist hier die Idee, du kriegst halt Stacking Health. Und wenn ich hier Challenger von Anfang bis Ende durchspiele, dann hab ich tatsächlich... Boah, das Geräusch ist ja super nervig. Wer ist das? Mute-Taste, beste Taste in ganz TFT, Mann. Wenn ich Challenger durchspiele, dann halte ich ganz, ganz viele der Units tatsächlich auch bis zum Ende. Ja, jetzt konnte ich halt eben darauf reagieren, was ich im Karussell hatte. Seine Sprechen mitnehmen. Muss man Samiras zählen, ne? 3. Hier. Ich glaube, ich hätte hier einfach leveln sollen und nicht für Samira Irida Reroll gehen. Ich dachte mir 6 Changer. Wenn du da was 3 Stars so in den Monsters, so, dann bist du halt echt strong. Aber jetzt kann es halt echt sein, wenn ich den 2-6er Fight jetzt deswegen verliere, war das halt niemals worth, ne? Andererseits haben wir 3 Leute, die Winstreak spielen. Das ist witzig. Okay, den beiden anderen besiege ich hart. Gegen den verliere ich hart. Jetzt habe ich gesagt, gegen den gewinne ich hart. Und jetzt sehe ich der Z2 und einen Taric und eine Lysandra und denke mir so, wie kam ich denn da drauf, genau? Naja, weil ich einfach gute Mathe bin. Ja, war ein Test. Okay, rerollen wir jetzt für 4 Samiras oder nicht? Ist die Frage, ne? Wie fühlt ihr es? Schreibt mal Ja für Reroll oder Nein für Nicht-Reroll. Gib mir mal ein Meinungsbild hier. Vielleicht. Nein. Nein, ja, nein. Ja, nein, ja. Super. Das hilft ja super, danke. Aber es zeigt ja auch einfach, dass es eine sehr knappe Entscheidung ist. So fühlt sich's ja auch an. Am Duplicator bekommen. Mal einen Duplikator bekommen, Leute. Was soll ich sagen? Und noch eine Irelia. Ja. Ich würde sagen, das klatscht. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt mich entschlossen habe, Samira und Irelia 3-Star zu machen, um dann Samira kein einziges Item zu geben, aber...
Das ist spannend. Das ist aber, glaube ich, noch besser. Wait, nee, warte mal. Scheiße, wie viele Challenger-Units gibt's? 6. Kann ja schlecht sagen, ich spiele da nicht Samira. Dammit. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, es sieht gar nicht gut aus gerade. Weil ich werde hier meinen Winstreak verlieren. Weil ich gar nicht Level 6 gehen kann. Und das finde ich gar nicht so cool. Aber wie dumm strong es auch einfach ist. Wie dumm, strong, einfach Jinx ist, dass die meine Kalista Tooster mit 3 Items besiegt. Schade. Ja, hätte ich Warwick nehmen sollen, weil ich kein Gold habe, für Warwick zu rollen und ich Warwick brauchte. Einstimmig entschieden. Baby. Ja, vielleicht hätte ich sogar gewonnen, wenn ich den Giant Slayer auf Samira habe. Ja, Backline zusammenstellen ist bei Samira immer gut, weil sie ja 30 Armor shreddet. Dann, wenn beide Carries über Auto-Attacks Schaden machen, ist das natürlich schon ein Vorteil. Aber Kalista macht halt auch viel True Damage. So, wir dürfen jetzt schon moven. Das hilft natürlich schon, ne? Und es gibt dann auch eine Component. Ich denke schon, dass das fein ist. Neuer Patch, was kann Kalista? Dasselbe wie im Patch davor. Ziemlich viel. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht super, ihr 3 Items zu gehen. Wenn man zumindest bedenkt, dass ich ja offensichtlich vorhatte, hier Heavy für Samira und Irelia zu rollen. Oh. Eine ganz hässliche Kombi jetzt. Wenn du ein Giants Bait bekommst, wäre doch Redemption auf Irelia strong, oder? Ja, aber Blue Buff ist probably best item auf Samira possible. Hat dann immer Auto-Attack, Auto-Attack Ult und shreddet ja jedes Mal die Armor. Das heißt, ja, guck dir jetzt mal den Darius an. Kurz bei 62, dann bei 29. Also der wird komplett weggeschreddet. Streak war auch mal der Plan. Dann nur 2 Runden geloostreakt, oder? Das ist ziemlich genauso wie geplant gewesen. Spielt ja nicht dauerhaft den Streak mit so einer Kombi. Da ich 3-2 verloren habe, das war einfach sehr bitter. Er steht seit der ersten Runde in derselben Ecke. Das reicht einfach. Ja, Blue Wolf ist einfach sehr cool, ne? Gibt auch ein bisschen AP, das heißt, sie reduziert 33 Armor, die im Auto-Attack. Das klatscht schon ordentlich. Wer fehlt mir hier? Schein, ne? Azur. Azur statt Z. Schein. Also, gibt's. For whatever reason hat da jemand Z3. Kann ich hier schon mal spoilern, dass wir den Fight nicht gewinnen. Was hau.
Also, hä? Ist doch Level 730 Gold, also. Er kann gar nicht so viel gerollt haben. Wild. Yes, yes, man spielt den 6. Challenger. Ist nur ein bisschen arm, weil wir Iridia und Samira das Restart haben. Ist dann im Nachhinein nicht so mega worth war, leider. Bisschen Itemplage. Das geht sogar. Let's start the show. Ich will gerne Ionia 3 drin, bevor das 4-2er Augment kommt. Band of Justice so gut ist. Also das Problem an Band of Justice ist hier, dass wir ja wegen dem Blue Buff eh schon über dem maximalen Starting-Mana sind. Sie ultet anyway direkt. Und mehr als direkt zu ulten im ersten Fall ist halt nicht drin. Dann finde ich es immer so ein bisschen ärgerlich, weil irgendeine andere Unit hätte ja mit dem Mana, den ich da vergeben habe, potenziell früher Stuff machen können. Magic Remover wäre schon sehr gut gewesen. Aber jetzt ist das nicht. Ich denke, es ist Social Distancing. Ist nicht viel Aufwand für uns und macht uns schon stärker. Muss halt leider die ganze Zeit. Ich kann halt nicht aggressiv rollen. Weil ich auch noch sehr viel anderen Stuff spielen muss. Ach! Ich weiß, was man hätte machen müssen. Man spielt hier Spear. Spear Kaiser natürlich. Arbeit. Das war sogar relativ obvious, würde ich sagen. Ich spiele einfach Spear. Ich habe sogar das BF hier. Aber irgendwie nur an Yasuo gedacht. Yasuo meddert hier nicht. Arbeit. Jinx ist auch einfach, I don't know, ne? Turbo strong. Die ist auch so tanky gefühlt, ne? Macht mich eigentlich mit am betroffensten immer. Du oder Solo hat mal erwähnt, dass man je nachdem, was man meistens auf dem Board hat, du preferred etwas bekommen. Habe ich das nicht verstanden? Das ist korrekt. Kannst du mal min-maxen. Also leichte Anpassungen machen, damit du eher das kriegst, was du willst. Aber es ist. Du kriegst nie zu 100% das, was du dir vorstellst. Du kannst halt vor allem halt auch Dinge ausschließen. Das lohnt sich schon. Aber grundsätzlich war das früher auch mal relevanter, weil man auch weniger Rerolls hatte und so. Das ist mittlerweile alles ein bisschen relaxter. Ich habe immer noch keine Augen gestellt im gesamten Game. Social Distancing war hier meine Idee. Ey, guck mal, ich krieg AD und AP und ich spiele Challenger. Die haben schon viele Attack-Speed. Da kann sich das ja wahrscheinlich so ein bisschen überschneiden. Kann aber sein, dass Tons of Stats einfach besser gewesen wäre. War schwer zu sagen. Oh, 11? Eigentlich fast immer Baby. Ja, hätten wir jetzt beim dritten genommen, dass wir einen Warwick kriegen und Challenger plus 1 haben, dann wären wir natürlich sehr strong. Generell muss ich sagen, war Young and White and Free schon bad. Das war einfach falsch. Warwick hätte uns die Möglichkeit gegeben, und 3-2, also
letzte Stage unseren Winstreak zu halten. Plus, es wäre auch so gewesen, dass ich schneller auf Challenger 6 wäre und jetzt nicht darauf warten müsste, dass ich Niasuo hitte. Das halt auch ein sehr awkward Spot ist, in dem ich gerade bin. Deswegen. Wait, man sagt, Ionia Belveth ist stärker, oder? Als Challenger Belveth. Ja, gut, aber das zählt wahrscheinlich nicht für Challenger 6. Oh, yes, baby. Würde ich jetzt mal vermuten. Yes. Ja, gute Relia, ne? Dann tank mal bitte Darius und Cutter. Ich denke, das hat die Relia uns verloren. Oh, ein Ruben. Der Samira ist quasi seine. Cool. So crazy, ey. Relia einfach 4600 getankt. Jetzt wär's gar nichts. Einfach jedes Mal erschreckend. Wolek, danke dir für deinen Twitch Prime. 11. Monat schon. Vielen Dank. Ja, auch erstmal Social Distancing natürlich komplett ignoriert. Dadurch meine Belveth getrollt und meine Irelia. Manchmal muss man das einfach so machen. Of Blue hat versucht, mich zu analysieren. Spätere Fights. Ich natürlich etwas gemacht habe, was ich vorher so noch nicht gemacht habe. Maximal zu verwirren. Auf beiden Seiten gibt es leider eine Kalista, die einfach alles wegfräst. Aber meine Kalista fokus nicht seine Kalista und seine Kalista fokus meine Kalista, aber meine Samira fokus seine Kalista und dadurch kann meine Samira seine Karma killen. Völlig logisch. We just need one attack speed. Und eine attack speed und dann brauchen wir halt noch ein Yasuo auf 8. Vielleicht sogar mal. Ist gar nicht was los ist diesem Patch, ne? Aber weil wir sind jetzt Master 130 AP. Das ist schon ordentlich. Attack Speed. Das ist keine Attack Speed. Gib mir eine Attack Speed. Sehr enttäuschend. Besser als nichts. Euer Ding. Wir chillen hier noch ein bisschen. Eigentlich muss es schon 8 gehen, aber ich habe kein krasses 8 Upgrade. Nein, warum denn nicht gegen den Z? Ah, gegen den hätte ich sehr gerne gespielt. Ah, Kalista. Nicht bereit rauszuziehen. Jede Kackrunde Detail oder Serie? Bei den Games irgendwie gar nicht. Also, außer jetzt natürlich. Du Scheiße. Ist ein Kaiser King keine AD und AP, weil ich ein dummer Idiot bin. Ich spiele nicht mehr für Top 2.
Ich spiele einfach nur noch für... Aber warte mal, womit könnte ich denn Top 2 spielen? Also, die Boards sind einfach zu sick, ne? Also, sie haben zu viele Leute zu gut getroffen. Und das sorgt bei mir für Schmerzen. Ich bin auch halbwegs berechtigterweise. Ich stehe gut auseinander gegen Karma, weil ich ja wegen Social Distancing eh ein bisschen Abstand halten muss. Aber meine Units, die stehen natürlich nur initial auseinander und dann rennen sie alle wieder zusammen wie so kleine Lemminge. Gewinne dagegen. Der Taric Set Karma's Restore. Ah. Das Action Last Whisper hier. Sehr weird, ne? Weil Samira reduziert ja schon die Armor. Aber doppelt gemoppelt? Weiß nicht, vielleicht ist es trotzdem gut. Oh, ich hätte Heimer spielen können. Ich bin ein Idiot. In meiner Welt konnte ich Heimer hier nicht spielen, aber ich kann kein Heimer hier spielen. Okay, aber warum finde ich jetzt keinen hier so? Ja, einmal wäre es hier gewesen. Ist leider einfach völlig my bad. Den Moment einfach komplett vercheckt, was ich da hätte machen müssen. Weil Heimer wäre hier so gut, ne? Heimer statt Nasus, Triple Repair Kit. Oh mein Gott. Und jetzt der Heimer, den ich nicht genommen hat, wirft diese krasse Granate und killt mich. Das tut wirklich weh. Jinx 3 geht nicht top 4. Ruffle Lobby, Alter. Ich keine Lösung mehr. Klar, irgendwelche Legendaries of True Star, aber. Ich fürchte, dass es auch noch völlig my bad ist. Ich mal irgendwie dafür blamen kann.
Ah, ich weiß es nicht. Ich bin einfach ohne Frontline, I guess. Oh, auf Zero, really? Ah, das habe ich nicht gut gelöst. Ich habe nicht gemerkt, dass ich Heimer hier hätte spielen können. Habe dann auch keine andere Option außer Heimer gefunden. Und dadurch ist es am Ende leider ein Fünfter. Ah. Aber der hätte nichts geändert. Ja, und das schätzt das mal nicht, ne? Ich habe super viel Gold wegrollen müssen, weil ich die Lücke füllen musste. Aber ich meine, es ist Top 4. Top 4 ist Top 4. Ja.